Okay. Time to hit the sack. Würde ich auch gerade vorstellen, wenn wir jetzt noch draußen rumgehen sollten, dann. Ne? Don't worry, Mushroom. I got you. Die Schuhe sind voll cool. Gefallen mir. Rucksack okay. Öffnen. Good. Ist das denn. Ist das. Einen Brief haben wir noch bekommen. Brodys Brief. Ach man. Ich bin ein besserer Autor als Redner. Also schreibe ich dir, während du und Daniel im Auto schlafen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiter mitnehmen kann. Aber dafür gibt es einen guten Grund. So düst, funktional sie auch sein kann. Familie ist Familie. Als wir uns begegneten, war ich auf dem Weg nach Utah. Und meine Mutter derzeit ihren Kampf gegen den Krebs verliert. Ich muss dorthin. Du musst ein paar Dollar in deinen Rucksack finden. Das ist alles am Bargeld, was ich übrig hatte. Aber du brauchst es mehr als ich. Gott ist dir lieb. Dein Ziel ist gut und du musst deinem Instinkt folgen. Doch sei bitte vorsichtig und beschütze deinen Bruder um jeden Preis. Ja klar, ist ja selbstverständlich. Also für die meisten, nicht für alle, aber ne, Familie. Stell an erster Stelle. Du wirst sehen, wenn du ihm die Wahrheit über Seattle erzählst, dass ihr durch das Teilen desselben Schmerzes stärker werdet. Ja. Das stimmt. Weil zu zweit, ne, lässt sich sowas einfacher ausbaden, wenn man drüber reden kann. Ist das besser. Geteiltes Leid, geteilter Schmerz. Wenn ihr Mexiko erreicht, haltet euch bedeckt, bis ihr Leute trifft, auf die ihr euch wirklich verlassen könnt. Ich glaube, das passiert eher, ne? Nicht mehr so oft. Ich denke, dort seid ihr in jedem Fall sicherer als hier. Ein toter Polizist ist mit der derzeitigen Lage kein guter Anfang für Verhandlungen. Ein toter Polizist? Ach, der war Polizist. Ach du Scheiße, den wir da erschlagen haben. Scheiße. Ich wünschte, ich hätte euch beide unter besseren Umständen getroffen, doch ich bin froh, dass ich euch nach Möglichkeit helfen konnte. Passt auf euch auf, Rowdy. Pass meldet dich, wenn ihr sicher seid. Adroit Cold West, ich bin immer online, solange ich nicht fahre. Es ist eine Weile her, dass ich einen Stift benutzt habe. Ich hoffe, du kannst das hier entziffern. Oh ja. Das geht schon. Ach, der ist süß. AFK. Brodys Andenken. Das ist eindeutig Brodys. Muss er vergessen haben, als er mir den Rucksack gegeben hat. Ach, die ist cool. AFK. Away from Keyboard. Falls ihr es nicht wisst, was es ist, ne? Krass. $30 hat uns gegeben. Junge. Junge. Der ist immer so cool drauf, der Bub. Sean's Rucksack anpassen? Ach krass. Einige Andenken können zur Individualisierung für. Also von Sean's Rucksack benutzt werden. Andenken, die zur Individualisierung benutzt werden können, sind mit einem Symbol versehen. Es gibt zwei Arten von Andenken für die Individualisierung: Das da und Anhänger. Also Patches und Anhänger, alles klar. Um ein Andenken an einen Rucksack anzubringen oder zu entfernen, werde ich es außen drücke A. Also bei mir ist es dann X. Ich habe einen PS4-Controller und keinen Xbox-Controller. Weißt du Bescheid? Ja, wir wollten. Okay. Och. Was ist denn? Der ist ja cool. Weiß nicht, wofür das hier ist, aber das hier. Das hier. Das hier. Dann nehmen wir erstmal den Teddy, weil das andere kann ich irgendwie. Hö. Kann ich nicht benutzen, warum auch immer. Egal. Gut, Karte, wir sind
sind ja richtig weit gekommen. Also da sind wir jetzt, alles klar. Bergstelle. In die Wälder. Achso, das sind die verschiedenen Kapitel dann wahrscheinlich. Alles klar. Sleep for the night. Jetzt haben wir echt einen Teddy da dran. Sieht man es noch nicht so ganz, aber. Der ist cool. Auch der Kleine den Hund mit. Dude, this is some hotel, not an Airbnb. If you're lucky, Office. it'll have cable and a hot shower. Nee, ich will am liebsten direkt ins Zimmer, wenn das geht. Wo ist denn unser Zimmer? Dum, da, dum, da, dum, dum, da, dum, da, dum. Ah. Da kann ich's holen. 8. 9. Dann wahrscheinlich hier. 10. Jetzt kommt eine Stripperin rein. Good. I'm gonna throw you in, cave boy. We can watch TV too. Oh, nicht schlecht. And there's a balcony. Whoa, this is nice. And warm. Genau, erstmal Handy aufladen. This bed is soft. What about this one? Not bad. But too far from the TV. Can I take the one in front of the TV? Huh? Wanna play it over rock, paper, scissors? Oh, yeah. Oh, there's no way you can beat me, but... Ready? I am so ready to beat you. I won! The pet is mine! I knew I'd beat you. See? And I knew you'd brag about it. Don't be salty. It's a fair win. Yeah, it is. I surrender. All right, I'm gonna run a bath. We totally reek. Especially you, Pig Pen. I wouldn't be so sure, Cave Boy. I'll call you when it's ready. I'll be right here. Of course you will. Oh, cool! Hot Dog Man is on. Ooh, I remember this episode. Was ist das für ein Schmarrn? Bisschen leiser machen hier. Hey, can you turn that down, please? Okay, okay. Danke, mein Sohn. Handy ist dran. Was haben wir hier? Eine Karte. Yeah. Don't think we'll be coming back this way. Warum? Kostenloses Eis, kostenloses WLAN. Was gibt's dieser Hammer? Thanks for everything, Brody. Achso, das haben wir doch schon gelesen, ne? Ja, haben wir schon gelesen. Das war das, alles klar. Hätten wir auch hier lesen können. Zelt. Oh, shit, that was wild. Oh ja. We have a tent now. Ein Zwei-Mann-Zelt sogar. Cool. Der Rucksack von Brody. Man. Wish we still had Brody around. Nee, ich will ja gar nicht reingehen, nur Pflege. Frische Handtücher. Aufheben. Let's put this in the bathroom for Prince Daniel. This episode is awesome. You should sit down and watch. Der ist so gar nicht in der Hand, der Vogel. Ein Föhn, cool, cool. Auf hier ist kein Licht, ne? Er hat das so gar nicht hingelegt jetzt. Ich dachte, wir müssen das jetzt hier reinlegen. Ein Gemälde. Ist hinter ein Tresor? Damn. I could paint this shit. Nicht so nett. A real bed. Can't believe I'm that happy to stay at a motel. Was haben wir alles für Sachen hier? Some things do not change. Die Schuhe sind doch cool. I wasn't planning on getting rid of his bag, but. Befragen. Hat er das geklaut?
What's that? It was in Brody's car. He gave it to you. Yeah. You stole it from him? I don't know. It looked cool, and you stole before, so I thought... Wir sollten vorsichtig sein. Ich will nicht direkt ärgern. Yeah, yeah, okay. I see what you did. But you should be careful. I know. Don't worry. Nobody saw me, right? Right. Sweatshirt. Daniel will be warm in this. Ach, süß. That's a good thing. Voll süß. Haben wir drüben noch was? Hot Dog Man. Ja, rausgehen will ich jetzt gerade gar nicht. Oder? Wollte ich mal rausgehen. Brody gave us some cash so we can take one of these tomorrow. Bus. Yeah, let's go hike tomorrow. Just for fun. Yeah. Fuck Halloween. Wish we could go there and pretend nothing happened. Aber wenn wir da hingehen, ist auch cool. Da wäre ich auch gar nicht mal so böse drüber. Das ist so ein Zeichen, nö. Nö, nö. Öffnen. Können wir irgendwas mitnehmen? Krawatte. I can see why they left that tie. Ja. Yeah. Like I'm gonna sweep the carpet. A cheap souvenir for a cheap trip. Makes sense. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen können. Zimmerservice. Ja, moin. Errungenschaft freigeschaltet. Das war's hier aber auch schon wieder, ne? Alles klar. She's so sweet. Right, Sean? Ja. Lass die Tür doch offen. Gleich brüllt, dann ist es zu spät. Trackstars aren't supposed to smoke. Ja, das stimmt. Couldn't care less now. Was haben wir hier? Papier. I could use a serious bomb grip right now. Genieß die Zeit, Junge. It's nice out here. Wish I cared. Puerto Lobos, Mexico. Can I get us this far? And safe? How can we get there without money? Ja, wir haben noch jetzt $30. And Daniel still doesn't know what really happened. How the fuck am I gonna tell him? Du findest schon den Weg. Have to take it one step at a time. Das wird schon großer. So, what's up? The buns want to catch Hot Dog Man and turn him into sausage meat. Oh, yeah. The giant meatball attacks in the next episode, right? Yes. And they get to meet the city mayo. Man, it's been ages. Why don't you watch Hot Dog Man with me anymore? I'm too old, dude. And I've seen it so many times. Okay, Grandpa Sean. Feels so good to sit down and watch TV. True.
Der Daniel. No. Kitzeln. Na komm. Na komm. Watch out for Grandpa Sean. Stop, Sean. No. Come on. Next time, you'll respect the old man. Wie so ein Zombie guckt er denn? Und jetzt? Der freut sich, dass es ihm gut geht. Ich auch. Sorry, aber wie lange schauen wir uns eigentlich noch Fernsehen? Das ist jetzt eine Dauerschleife, bis wir aufhören. Also, ja. Okay, I'm done here. Ach, ich bin ja fertig. I know, but I gotta take care of the bath. Don't forget you're up soon. I know. Oh. Ah, hier ist der Lichtschalter. Alles klar. Was haben wir hier noch? Motelregeln. No worries. We don't have to build a fire tonight. Regeln für Gäste. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Da ja, sind ja fast, ne? 16 zählt schon als Erwachsen. Kein Rauchen, kein Lärm oder laute Musik. Kein Kochen, kein offenes Feuer. Frühstück von 7 bis 10. Checkout bis 11. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für verlorene oder gestohlene Gegenstände. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ja. It's kind of cool to have your bed now. Ach, gerne. Fruchtwerk. Ah, Handtuch hinlegen. Daniel, you have towels in the bathroom. Don't forget to use them. Sollen wir mal im Wasser einlassen? Boah, sieht da ekelhaft aus, ey. Lecko funny. My hair feels like it's coated in dirt. A shower after Daniel will be bliss. Naja. Man, 1988. This hot water is going to feel so good. Öffnen, komm, hau das Ding rein. Fill her up. Yuck, Sean. It's a condom in my bag. Scheiße. Gross. Hey. Daniel will love this. Müssen wir nicht irgendwann wieder ausmachen? Oder warten, bis das Ding voll ist? Ich habe Angst, dass es dann überflutet. Muss ich erstmal waschen. Dude, you really look like shit. Das ganze Make-up von der Fresse wischen.